Kennt ihr das? Ihr wollt einfach zocken, habt nur dieses komische Headset oder von der PS4 hier dieses Mono-Headset. Ist ein für sich ganz gut, aber so will man doch echt nicht richtig zocken. Wo bleibt denn da der Spielspaß? Wo hört man hört die Gegner nicht richtig bei COD oder in anderen Games? Man kann sich nicht richtig mit den Party-Teilnehmern unternehmen. Bleib bei diesem Video dran, denn ich möchte dir hier einfach mal ein kostengünstiges Headset vorstellen, was ich mir jetzt vor kurzem gekauft habe. Und für die Leute aus meinem Livestreams, die werden das schon gesehen haben oder haben es schon gesehen. Ja, kurzer Einspieler noch für dich. Solltest du mal Bock haben, mit mir zocken zu wollen oder sonstige Sachen, ist eine kleine Werbung in eigener Sache. Dann sei gerne ab 22 Uhr bin ich da live. Es gibt auch mal eine Situation, da bin ich ein bisschen später live. Naja, egal. Falls du nicht wissen solltest, wer ich bin, schau dir mein Wer ist so TV an und dann weißt du das auf jeden Fall. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Hier nochmal ganz kurz in der Nahaufnahme. Also ich glaube nicht, dass du halt mit so einem Headset weiter zocken möchtest hier. Ist zwar an für sich ganz gut für die Xbox-Spieler oder hier PS4. Man kennt's, ne? Dieses Headset, man kennt es einfach. Ich habe mich daran satt gesehen. Deswegen stelle ich dir heute, bam, dieses Headset hier vor. Man kann es schon erkennen. Ich habe das jetzt von Amazon gekauft. Hat mich 25 Euro gekostet hier dieses Ganze. Ich kann ja gerne mal auch einen Link unten in die Beschreibung reinsaften. Mit RGB, mit einem 3,5 mm Klinke. An für sich sieht das Bild hier schon gar nicht so verkehrt aus. Also das ist auf jeden Fall hier schon mal, was mich, sage ich jetzt mal so, ja, das Auge ist ja bekannterweise mit, ne? Hier sind nochmal die verschiedenen Technologien drauf. Da könnt ihr euch selber halt nochmal drüber belesen oder machen. Mich interessiert solche Sachen eigentlich nicht. Ich möchte einfach nur ein vernünftiges Headset haben, womit man wirklich auch zocken kann und so und nicht irgendwie, ja. Gut, ich habe das Ganze gestern ja schon genutzt gehabt, wie ich gerade eben gesagt habe. Kommen wir erstmal nochmal schnell zum Lieferumfang. Was ist eigentlich alles dazu? Wie gesagt, ich habe es ja gestern schon benutzt. Es soll auch jetzt hier nur ganz schnell gehen. Ich später werde ich nochmal Fazit dazu machen, was das Ganze so kostet. Wie kostet es da schon? Wie gewartet. Also, für die Leute, die auf dem PC zocken, das ist ja für PC, Laptop, Xbox, PS4. In der Videobeschreibung unten ist dann auch nochmal ein Link zu dem Produkt, da könnt ihr euch selber nochmal belesen. Das ist halt noch mit dazu. Ja, und halt, was ich geil finde, wir haben hier ein Verlängerungskabel, USB-technisch. Warum USB jetzt? Ja, das Headset hat einmal 3,5 mm Klinke und wenn ihr wollt, sieht ja hier wieder saftig aus. Und wenn ihr die RGB halt mit befeuern wollt, dann müsst ihr diesbezüglich diesen USB mit anklemmen. Wie ist das Ganze aufgebaut? Das Kabel ist eigentlich recht schön. Man hat hier ein simples und einfaches, schönes Headset. Scheiß mal wegräumen. Einfach ein schönes Headset. Hier kann man das alles schön hochmachen. Man kann diese Seiten hier so hochklappen. Man kann das hier so hochklappen. Wie gesagt, hier hat man das ganze Headset nochmal jetzt in der Nahaufnahme. Oh, warte mal, da kommt mal ein anderes Paket. So, da kam noch wahrhaft jetzt noch für mich ein zweites Paket, was auch mit Gaming oder sowas zu tun hat. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier das Headset, ne? Finde die Verarbeitung her, jetzt sage ich jetzt mal, kann ich jetzt nicht so viel sagen. Also mehr, man kann auch für den Preis jetzt nicht so viel jetzt verlangen. Ich finde es von der Verarbeitung her aber trotzdem schön. Sage ich jetzt einfach mal so, so schön ist einfach. Ich will jetzt hier nicht irgendwas in den Raum oder das Produkt so schön reden. Ich sage es einfach, wie es ist und ganz einfach, ne? Das ist halt ein Bügel-Headset auch mit hier oben, das ist ein Bügel. Und ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte, ne? Was sich jetzt hier so anguckt, kann man halt selber entscheiden, ob das Ganze gut ist oder nicht. Man muss es halt einfach selber in Live sehen. Über Kamera oder Co. ist das immer ein bisschen schwierig. So, was habe ich jetzt hier gerade gemacht? Ja. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht, wenn diese RGB an ist. Also wie gesagt, man muss hier das ist der 3,5 mm Klinke, ganz normal, ne, für PS4, Controller und Co. Und um die RGB, die ihr hier sehen könnt, zu betreiben, braucht ihr separat Strom. Und dann sieht das Ganze so aus. Ne? Kann man jetzt so machen lassen. Ist jetzt natürlich jetzt nur über eine RGB-Powerbank. Über eine Powerbank einfach nur. Deswegen kann es passieren, dass es jetzt Licht nicht so rüberkommt, wie es rüberkommen soll. Zumal habe ich auch jetzt hier gerade totalen Sonnenschein in meiner Bude. Die Sonne hier gerade reinpfeffert, aber man kann es, denke ich mal, schön erkennen. Wie und was und wo. Ne, man sieht es ja hier, ne? Sonne. Ja. Und haben hier, wie gesagt, noch so ein kleines Verstellrädchen. Auf jeden Fall noch.
Dieses Verstellrädchen können wir hier laut leise drehen, Mikrofon an aus und die LEDs steuern. Ne? Hat hier, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Funktionen. Das flackert jetzt so, weil die Powerbank jetzt nicht die Leistung gibt, sage ich jetzt mal so, die man eigentlich benötigt. Oder ich habe vielleicht auch so ins Falsche reingesteckt, das weiß ich jetzt nicht. Also sieht das auch schon besser aus. Oder auch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall flackert das in Real Life nicht so, wenn das über ein richtiges USB angeklemmt ist. Also zum Beispiel an eure PS4, Xbox oder so. Dann flackert das definitiv nicht so, dann geht das hier durchweg. Ne? Wer halt auch ab 22 Uhr in meinen Livestreams dabei ist, der kann das Headset da ja dann auch in Action sehen. So, da kann man hier wieder drauf drücken. Man kann verschiedene Modis wählen, wie diese Farben hier leuchten sollen. Ne? Kann man, denke ich mal, schön erkennen. Man kann das auch einfach nur leuchten lassen. Man kann das den Farbverlauf so von oben hier nach unten laufen lassen. Man sieht es halt jetzt leider nicht so intensiv über die Powerbank jetzt hier. Wie gesagt, man hat jetzt hier die verschiedenen Modis, die man hin und her wechseln kann. Man könnte das Ganze auch sagen, man macht das Ganze aus. Muss man halt selber entscheiden, ob man das halt möchte. Aber ich glaube, es kommt über die Kamera jetzt so schlecht drüber, weil das LED ist und die Kamera haben da mal alle Probleme damit. Ja. Man kann es auch einfach normal nur leuchten lassen. Ja, oder ausmachen. Oder halt wieder so, dass dieser Farbverlauf da ständig ist. Ja, gut. Also, ich mache dazu noch ein kleines Fazit. Ich werde das jetzt mal in der nächsten Zeit testen. Wie sind die Ohrmuscheln? Wie ist das Mikrofon? Das kann man dann hier noch so runterdrehen. Auch dieses Mikrofon hat hier vorne eine LED. Wenn dieses jetzt zum Beispiel eingeschaltet ist, könnt ihr sehen, dass es hier jetzt leuchtet. Ne? Wenn es ausgeschalten wird, geht das halt das Mikrofon aus. So wisst ihr, okay, Mikrofon an oder aus oder wie auch immer. Ne? Ja. Gut, das war jetzt ein saftiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe einen Produktlink unten in der Beschreibung. Kann man da nochmal Hersteller schnell sehen. Das ist auch kein gesponsertes Produkt oder so. Das habe ich mir selber gekauft. Und ja, saftet mal eure Kommentare in die, also wenn ihr euch das nachkaufen würdet, saftet das mal rein. Wie und was und wo. Ob euch das gefällt. Wie ihr von dem Zustand her das Ganze findet. Ob euch das halt einfach gefällt oder nicht oder wie auch immer. Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel gelabert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch einen angenehmen Tag. Und ciao mit V.